Woche. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pastor at Home. Und ich habe euch am Freitag gesagt, ich möchte eine neue kleine Serie starten. Ich weiß noch nicht, wie lang die wird. Wie kann ich gewinnbringend leben? Es geht um Gewinn in meinem Leben, das Maximum herauszuholen. Nicht im Sinne von Leistungsdenken, sondern im Sinne von, ich habe nur ein Leben und das möchte ich wirklich gewinnbringend einsetzen. Gewinnbringend für Gott, gewinnbringend für andere Menschen, aber auch letztlich gewinnbringend für mich. Dass ich auf mein Leben zurückblicke und sage, ja, es war nicht immer leicht oder es gab unterschiedliche Phasen, aber im Großen und Ganzen bin ich mit meinem Leben zufrieden. Das darf es wirklich auch mal sein. Keine falsche Zufriedenheit, so man muss ja zufrieden sein, sondern wirklich zu sagen, hey, das, was Gott mir geschenkt hat, mein Leben, mein Kapital, habe ich eingesetzt, dass es gewinnbringend war für andere. Und dazu möchte ich dich herzlich einladen. Und zur Grundlage habe ich Texte aus dem Epheserbrief an Christen geschrieben, die auch in ähnlichen Situationen waren wie wir, also sehr unterschiedlichen Situationen. Es gab Reiche und Arme, es gab Jung und Alt, es gab Menschen, die in ruhigen Zeiten lebten, es gab Menschen, die in hektischen, unruhigen Verfolgungszeiten lebten. Und sie mussten sich ja alle irgendwo bewähren. Und wenn du sagst, und es geht ja darum, was kann ich so als Einzelner in dieser ganzen verrückten Zeit tun, wo so weltweit große Probleme sind und natürlich diese Kriegssituation, was kann ich tun? Was kann ich machen? Sind mir nicht irgendwie die Hände gebunden? Lohnt sich überhaupt irgendein Einsatz? Und ich möchte dir sagen, es lohnt sich. Wenn du begreifst, hey, du kannst wirklich viel tun. Du kannst in deiner Umgebung, da wo du bist, Frieden schaffen. Du kannst in deiner Umgebung, da wo du lebst mit Menschen, du kannst ein Ermutiger, ein Lebensspender sein. Du kannst Gutes hineinbringen. Du kannst wirklich Gewinn bringen für andere, weil sie dich getroffen haben, weil du mit ihnen Zeit verbracht hast, weil sie von dir lernen konnten. Du kannst das wirklich tun. Du kannst auch all das andere, aber ich möchte jetzt an das Positive eben denken. Und wenn du sagst, ja, wie geht das? Wie kann ich das ganz konkret machen? Vielleicht hast du kein gutes Vorbild. Wenn du an deinen Vater denkst, dann denkst du, ach nee, so möchte ich nicht sein. Wenn du an deinen Pastor denkst, sagst du, ach, so möchte ich erst recht nicht sein. Wenn du an andere Christen denkst, du sagst, wo habe ich denn überhaupt Vorbilder? In Epheser 5, Vers 1 sagt Paulus, pass mal auf, nehmt euch in allem, was ihr tut, auch in eurem Vorhaben, nehmt euch Gott zum Vorbild. Schaltest du vielleicht gleich innerlich ab und sagst, ja, das geht doch wohl gar nicht, ich kann doch nicht sein wie Gott. Doch, kannst du. Also, du kannst nicht so sein wie Gott, aber du kannst ihn dir zum Vorbild nehmen. In allem, was du tust, in allen Reaktionen, in allem, was du jetzt auch heute vorhast, in deiner Beziehung zu deinem Ehepartner, wenn du einen hast, in deiner Beziehung zu Kindern, wenn du welche hast, in deiner Beziehung zu Nachbarn, die wirst du wahrscheinlich haben, in deiner Beziehung zu Arbeitskollegen, in deiner Beziehung zu anderen Christen. Egal, mit wem du umgehst, nimm dir Gott zum Vorbild. Vielleicht hast du gerade Menschen, mit denen es echt schwer läuft. Gott, was würdest du tun? Wie würdest du mit meinem Nachbarn oder mit meiner Frau oder mit meinem, wer es auch immer ist, der dir Schwierigkeiten macht, wie würdest du damit umgehen? Einfach mal diese Frage zu stellen, Gott, was rätst du mir? Was kann ich von dir lernen? Wie bist du? Wie hast du reagiert? Wie gehst du mit deinen Feinden um? Wie gehst du mit Menschen um, die dir ins Gesicht schlagen, die dich verletzen? Also in allem Gott zum Vorbild nehmen. Dann wirst du merken, du glaubst an einen alltagstauglichen Gott, der wirklich nicht nur irgendwelche Nettigkeiten gesagt hat, irgendwelche religiösen Ergüsse, sondern ganz praxisbewährte und Anweisungen für den Alltag deines Lebens. Also wenn du gerade verletzt worden bist, nimm dir ein Beispiel an Gott, der das auch erlebt hat und der das jeden Tag millionenfach erlebt. Dass Menschen ihm innerlich den Stinkefinger zeigen oder ihn links liegen lassen oder ihn verletzen, ihn auch seine eigenen Kinder. Wie geht er damit um? Und du wirst etwas begreifen über Barmherzigkeit. Du wirst etwas bei ihm lernen von Vergebungsbereitschaft.
Und wenn er vergibt, dann tilgt er die Sünden, dass er sie in die Tiefsten des Meeres setzt und dann noch ein Schild oben drauf setzt, Angeln verboten. Also Gott geht sehr praxisorientiert mit diesen Dingen um. Und das finde ich wieder so faszinierend. Wir haben eben einen Gott, auch einen emotionalen Gott. Wir haben nicht so einen toten Götzen, der da irgendwie, so eine Statue, die da irgendwie ganz starr sitzt, sondern ein Gott, der zornig werden kann. Ein Gott, der verletzt ist und auch verletzlich ist. Ein Gott, der eifersüchtig ist. Ein Gott, der, aber auch voller Güte, voller Erbarmen, voller Treue. Gott steht zu seinen Zusagen. Vielleicht bist du im Augenblick da dran und sagst, boah, ich habe hier zwar einen Vertrag, aber ich weiß nicht, ob ich den einhalten kann. Wenn du Gott zum Vorbild nimmst, Gott steht zu seinen Zusagen. Wenn du Zusagen gemacht hast, halt sie ein. Eine der Sachen, die du von Gott lernen kannst. Also das ist das Erste, was ich dir sagen möchte, um gewinnbringend zu leben. Für Gott, für andere Menschen und für dich auch. Nimm ihn dir zum Vorbild. Er kennt vielleicht noch dieses Bändchen, What would Jesus do? So die Frage, was würdest du tun, Gott? Und allein, dass du dich mal so an ihn wendest und sagst, Gott, hier ist meine Lebenssituation, ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll, ich möchte aber gewinnbringend leben. Was würdest du machen? Nimm dir einfach mal die Zeit. Nimm dir einfach mal die Ruhe. Einfach mal Gott mal keine Vorschläge machen in deinem Gebet, sondern einfach mal zuhören, was er dir innerlich sagt, wo er dich herausfordert. Und dann lerne das zu tun. Und ich garantiere dir eins, es wird gewinnbringend sein für ihn, für den Menschen oder die Menschengruppe oder die Situation um dich herum und auch letztlich für dich. Gott segne dich. Das ist nur ein erster kleiner Tipp. Es geht Mittwoch und Freitag weiter. Und ich hoffe, dass es dir ein Stück wirklich Gewinn bringt, wenn du dabei bleibst. Gott segne dich für deinen Wochenstart.